Ein Workshop mit Kompositionsstudenten der Universität von Manitoba, das war einer der Programmpunkte während des Aufenthalts in Winnipeg. Das Klangforum hatte sich auf 4 Stücke vorbereitet, allesamt von Studenten, die kurz vor ihrem Bachelorabschluss stehen. Die erste Komposition, In the Forest. Nach der Präsentation gab es eine Besprechung zwischen dem Klangforum und dem Komponisten. Änderungsvorschläge wurden diskutiert und auch ausprobiert. Dann schließlich das zweite Stück, Boiling Point. Die dritte Komposition. Avidut. Und schließlich am Ende noch ein Stück für Streichtrio, Dear Steve. Zwischen den Präsentationen natürlich immer Gespräche und Rückmeldungen. Und wie war das für die jungen Komponisten? It was an amazing read. It's always great to watch people review music. I have a lot of experience working with student ensembles, and it's always nice whenever you work with a professional ensemble. It was exciting to hear professionals and also to hear just how they interpret my music. It was fantastic. To be very fair, it's a completely different experience hearing it in your head and hearing it being sung and played by, you know, really good musicians. It's always something. Ein nicht ganz alltägliches Austauschprojekt zwischen Nachwuchskomponisten und Profimusikern. So they're very brave. I'm thankful. We're privileged. Thank you to them. Das ist was sehr produktiv. Ja, ich finde junge Komponisten immer, sie waren sehr geöffnet und sehr, sehr dankbar. Dieses Ausprobieren im Moment von Leuten, die sich eigentlich schon was gedacht haben, was schon abgeschlossen ist, eigentlich eine Einheit schon ist, da nochmal zu verändern und zu neue Ideen zu haben, das fand ich sehr spannend. Und die sind auch so offen, diese jungen Studenten, und das macht einfach Freude. Sobald man einfach in Austausch ist mit Menschen, geht einfach was hin und her sozusagen.